So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ihr hört es vielleicht an der Stimme, ich bin immer noch krank, aber muss raus, ich muss jetzt ein Video machen aus aktuellem Anlass, denn wir haben zwei Fässer. Das ist das erste Fass, das ist das Paulaner Münchner Hellfass, was wir mit dem Muttertier und dem Hannes getrunken haben. Und dann haben wir noch ein Fass ohne Boden. Dazu kommen wir aber gleich, denn da geht es dann um Pokémon Go. Das möchte ich jetzt erstmal hier illegal entsorgen. Ich weiß nämlich gar nicht, wo das hinkommt. Die einen würden jetzt vielleicht sagen, ja, das ist bestimmt Hausmüll. Schmeiße es in eine Hausmülltonne rein. Ich tue es jetzt einfach mal in gelben Sack. Weil wisst ihr was, wenn ich hier eine Fischdose esse, das ist ja auch so Metallscheiße. Und wenn ich das dann hier in gelben Sack reinpacke, weil das Verpackungsmaterial, also so ums Essen drumherum, dann passt das ja auch. Und ich habe es jetzt nicht in gelben Sack direkt rein, aber hier ist sowieso, und deswegen tue ich das jetzt mal hier in den gelben Sack. Was ist das? Weiß ich nicht. Da ist sogar ein Radio drin mit Batterien oder irgendwas. Also das ist auf jeden Fall kein gelber Sack. Und wer sowas da reinwirft, der braucht über mein Fass, mein Paulaner Münchner Hellfass, nichts sagen. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wo man so ein Fass eigentlich entsorgt. Denn wir wollen noch was für die Umwelt tun. Ich habe es in gelben Sack, weil für mich war da Lebensmittel drin. Da ist die Verpackung vom Lebensmittel gewesen. Da war das Bier eingepackt. Ich suche mir jetzt einen Tisch. Da setze ich mich dann nieder. Und dann kommen wir zum zweiten Fass. Zum Fass ohne Boden in Pokémon Go. So, ich habe gedacht, ich setze mich jetzt hier an meinen beliebtesten Platz, wo ich mit Hannes immer sitze, wenn wir unsere Tastings machen. Aber irgendeine Drecksau war jetzt hier, da Müll hinterlassen. Dann heißt wieder, das ist von mir, dabei saufe ich gar kein Energy. Was soll das denn? Das sind 25 Cent Pfand. Schmeißen die das dahin. Was noch viel schlimmer ist, der Tisch ist nicht nur nass, da stehen auch noch irgendwelche veganen Mini-Fricker, also die Drecksau war also Veganer, das verstehe ich nicht. Hier steht irgendwelcher reduzierter, komischer Tzatziki-Sahnequark. Da steht irgendwelche Mini-Paprika, wer auch immer die Scheiße dahingestellt hat. Ich hasse dich, weil ich hier immer sitze und jetzt denken alle, dass das von mir ist. Das ist von mir, das habe ich gerade mitgebracht. Das sind nämlich hier Küstenfeuer. Das ist so Lakritz, extra scharfes für den Hals. Das ist toll, das esse ich gerne. Ich will mich trotzdem jetzt hier hinsetzen. Den Mist lasse ich da stehen. Und wenn die Polizei kommt, dann habe ich ja Beweise, dass das nicht von mir ist, sage ich dir. Ja gut, könnte natürlich sein, ich habe es gerade hingestellt und jetzt tue ich nur so. Ja, aber das ist egal, das muss man mir erstmal nachweisen. So, jetzt sitzen wir hier am Tisch. Hinter mir ist die Sonne. Die seht ihr vielleicht gerade nicht, wenn ich so mache. Sieht man die, deswegen muss ich immer darauf achten, dass der Kopf jetzt genau hier davor ist. Dann sehe ich, dass hier lauter Freundschaftsaufstiege reinkommen. Baumlieber, super Freunde. Feuerwehrfrage kam auch gerade ran. Lennart, Eberhard Schmidt, die sind alle hier aufgestiegen. Eat the Player, super Freunde. Das wollte ich jetzt gar nicht machen. Aber kleiner Tipp am Anfang, bevor wir zu den eigentlichen Themen kommen, weil viele immer fragen, wie kriegt man denn schnell EP? Wie kann man denn gut leveln? Was, wie, wo? Mein kleiner Tipp, werdet YouTuber, macht euch einen ganz neuen Pokémon Go Account, teilt euren Code, kriegt 200 Freundschaftsanfragen, nehmt diese 200 Freundschaftsanfragen an, kriegt nochmal 200 Freundschaftsanfragen, nehmt die auch wieder an, dann habt ihr 400 Freunde, das ist das Maximum. Dann könnt ihr jeden Tag, gerade im Event, die ganze Season über 40 Geschenke öffnen. Bei dem Event, jetzt war es sogar so, dass ihr statt 3000 gleich 4500 EP bekommen habt für Stufe 1. Mit Glücksei habt ihr also nicht 4500, sondern 9000 EP bekommen für Stufe 1. Und wenn ihr dann von den 400 Stufe 1 durch habt und es kommt nichts mehr für Stufe 2, löscht die raus, denn ihr habt ja schon wieder 200 neue Anfragen, nehmt die wieder an und levelt die ganze Zeit mit Stufe 1, Stufe 2, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 1, Stufe 2. Ich habe gestern Abend auch wieder aussortiert, weil ich habe schon wieder fast 200 Anfragen. Die Leute, die immer ankommen und sagen, sie wollen unbedingt auf die Liste, und die nehme ich dann an. Und nach 2 Tagen haben die immer noch kein Geschenk geschickt und nichts gemacht. Dann tue ich die wieder raus. Weil so viele stehen noch da, die rein wollen, und der Platz ist jetzt schon wieder voll gewesen. Deswegen habe ich gestern Abend wieder welche raus, habe dann wieder welche angenommen, und ja,
Das meiste, wer kommuniziert, der wird bevorzugt. Dann möchte ich ganz kurz mal hier das Showcase abholen. Das ist auch wichtig, denn das ist der Habanero Lime. Das ist jetzt ein kompletter Free-to-Play-Account. Ich werde da nichts kaufen, nichts investieren. Deswegen brauche ich dieses Mikrig Showcase, um ein paar Premium-Items zu bekommen. Hier gibt es 4500 Staub, dann gibt es hier ein Modul, noch ein Modul, goldene Beeren, Sternstück, Hyperbälle, Rauch, keine Brutmaschine, schade. Ich würde mich über Raidpässe freuen oder über Brutmaschinen. Das sind meine zwei wichtigsten Sachen, die ich gerade brauche. Rauch? Bei meinem Main-Account hatte ich über 300 Rauchs noch rumliegen. Jetzt sammelt sich ja auch der Rauch. Ich komme gar nicht dazu, den so oft zu benutzen. Deswegen ist vielleicht gar nicht so wichtig. Für mich am wichtigsten auch keine Glückseier oder so. Die IP kommt von alleine. Für mich am wichtigsten einfach Raid-Pace, genau. Für mich am wichtigsten Raid-Pace und Brutmaschinen, dass man doch mal ein paar Eier mehr brüten kann. In einem Event, aber nichts zu kaufen. So. Wie war euer letzter Showcase? Was war eure Platzierung? Schreibt es mal rein. Dann muss ich zu kommen. Ich habe mein allererstes Ticket bekommen auf dem Account. Es war ja das Event, der Hyperbonus ist gestartet, es gab eine Forschung mit Pamo. Es gab ein Ticket für 6 Euro, für 5,99 glaube ich. Wenn ich falsch liege, ich habe es mir ja nicht gekauft, ich weiß es nicht. Henry Nicky hat mir das Ticket gekauft, geschenkt. Und wie immer, wenn jemand mir ein Ticket schenkt, werde ich meinen Buddy nach demjenigen benennen, dass man weiß, oh, Henry Nicky war der Letzte, der mir ein Ticket geschenkt hat. Deswegen heißt so auch mein Buddy. Ich werde dann immer versuchen, natürlich, wenn ich eine Forschung von euch geschenkt bekomme, die mit Video zu machen und zu zeigen. Habe ich jetzt hier auch. Das Problem ist, gib dir einen Ruck, ist schon komplett fertig. Ich hatte aber gar keine Gelegenheit, die zu zeigen, denn das Event hat am Sonntag begonnen. Ich habe kein Ticket bekommen, habe gedacht, okay, passt, da ist ja eh nichts drin. Am Dienstag, kurz vor der Menki-Rampenlichtstunde, wollte Henry kurz was tauschen. Und nachdem wir getauscht haben, hat er plötzlich geschrieben, viel Spaß mit dem Ticket. Ich habe gedacht, was? Was für Ticket? Ja, gönne ich dir, danke dafür hin und her. Danke an Henry für das Ticket, aber es wäre auf jeden Fall nicht nötig gewesen. Und jetzt hat er das direkt vor der Rampenlichtstunde gekauft. Und während der Rampenlichtstunde sind gefühlt alle Aufgaben schon fertig geworden. Da war nicht wirklich was Krasses dabei. Ich kann euch trotzdem die Aufgaben mal kurz hier einblenden, um die es ging. Schicke 9 Geschenke an Freunde. Gibt es eine Brutmaschine? Laufe 1 Kilometer. Gibt es einen Encounter? Verwende 9 Bären beim Fangen von Pokémon. Gibt es Bären? Laufe 3 Kilometer. Gibt es einen Encounter? Fange 9 verschiedene Arten von Pokémon. So, gibt's Sonderbonbons. Das ist jetzt hier fertig. Das möchte ich jetzt hier abholen. Die Brutmaschinen, die Bären, die Sonderbonbons. Dann müssten ja jetzt 2 Begegnungen mit Pamo drin sein, was meiner Meinung nach ein sehr cooles Pokémon ist. Habe ich ja, als wir in Karmesin gezockt haben, habe ich ja gesagt, ich werde nur Pokémon in mein Team packen, die ich nicht kenne. Nur fremde Pokémon. Und ich habe nach einem Elektro-Pokémon gesucht, dann kam Pamo. Ich habe gesagt, okay, Pamo ist Typ Elektro, das werde ich jetzt als Elektro-Pokémon im Team behalten. Mein Pamo hieß damals Julchen, das hier war jetzt nicht so gut. Wir holen mal das zweite noch ab, gucken mal, wie das aussieht. Jetzt habe ich mir gerade den Wert nicht angeguckt, daran hätte man ja schon gesehen, ob es ein gutes oder ein schlechtes ist. Und dann kriegen wir noch den Pamo-Rucksack. Jetzt ist aber die Frage, ist das wirklich alles so sinnvoll? Denn wenn dieses Ticket wirklich 6 Euro gekostet hat, für 2 Pamos, die gerade wild überall rumsitzen, für ein paar EP, die ihr durch das Event mit den 4-fach EP sowieso schnell zusammenkriegt, heißt das ja eigentlich, ihr habt 6 Euro bezahlt für den Pamo-Rucksack. Und das ist für mich das Fass ohne Boden, das ist doch schon wieder Abzocke. Ja, vorher war nicht bekannt, wie krass die Forschung ist, was es vielleicht noch gibt. Sie kündigen ja immer ein bisschen was an, wo dort steht, unter anderem gibt es das und das. Du denkst dann immer, da kommt bestimmt noch mehr. Manchmal wurdest du überrascht, da war die Forschung viel umfangreicher. Aber guck mal, hier sitzt auch noch ein paar Muso einfach da, was wir fangen können. Vielleicht hat das sogar bessere IV. Aber 6 Euro für einen Pamo-Rucksack finde ich komplett Abzocke, komplett bescheuert. Danke Henry trotzdem für das Ticket. Ich werde den Pamo-Rucksack jetzt vielleicht auch anlegen. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendeinen Rucksack habe.
da ich ja Free-to-Play unterwegs, ja, ich habe einen Rucksack, denn diesen Rucksack, den ich gerade trage, den gab es kostenlos. Jetzt muss ich mal in den Schrank. Und wie finde ich den jetzt? Ach so, ja, und noch Rucksäcke wahrscheinlich. Gehen hier drauf und suchen jetzt Parmo Rucksack. Wo ist der Parmo Rucksack? Da ist einfach nur ein Kasten Holz. Wo ist der Parmo Rucksack? Gibt es da eine Ordnung? Wieso sieht das so aus? Ich dachte, das ist jetzt anders geordnet, dass du so ein großes Raster hast. Jetzt ist er natürlich bis vorne. Wir kleben uns das Parmo an den Rücken. Ja, das sieht schon süß aus, okay. Aber auf meinem Hauptaccount, auf meinem Main-Account, hatte ich immer einen Gengar-Rucksack, wo das Gengar hinten dran gehangen hat und hat die Beine weggestreckt. Das sah auch süß aus, das war auch cool. Weil mir der Gengar-Rucksack einfach viel stylischer gefallen hat, ich den cooler fand, hätte ich mir niemals für 6 Euro dieses Parmo-Ticket geholt. Ich würde es euch auch nicht empfehlen, weil Niantic verdient genug, schmeißt dir nicht die Kohle rein. Gerade jetzt, wo ich Free-to-Play unterwegs bin mit diesem Account, achte ich da wirklich mehr drauf, wenn irgendwelche Sachen sind, die Geld kosten, die ich nicht kaufe, aber mir wirklich mal Gedanken drüber mache, ob das wirklich sinnvoll gewesen ist, wenn man sowas gekauft hätte. So, der nächste Z-Day kommt irgendwann. Wenn ihr mir ein Z-Day-Ticket schenken wollt, könnt ihr das gerne tun. Ihr müsst aber nicht. Es geht auch ohne. Ich will ja nicht trotzdem, dass ihr Niantic weiter so finanziert, ne? Schaltet mal einen Gang zurück, chillt mal und macht das Nötigste für euch und alles passt. Der macht sich ruhigen, der ist jetzt, glaube ich, fertig. Ja, Ticket haben wir gezeigt, Rucksack haben wir angelegt. Habt ihr euch die Forschung geholt, schreibt es mal rein. Wie findet ihr die Forschung? Ich werde jetzt noch was gegen die Erkältung machen, deswegen habe ich nämlich hier dieses Küstenfeuer mitgebracht, dieses eklig scharfe Lakritz. Da werde ich mir jetzt noch was gönnen. Das ist leider alles zusammengeklebt in dem Beutel, das richtig extra scharf und eklig ist. Werde ich mir gleich 2 reinziehen. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bäh.